Was ist neue Gentechnik, das sogenannte Genome Editing? Und worin unterscheidet es sich von bisheriger Gentechnik und konventioneller Züchtung? Die Möglichkeiten von Genome Editing gehen über die der Züchtung und zum Teil auch über die der bisherigen Gentechnik hinaus. Bei diesen neuen Gentechnikverfahren geht es nicht nur um den Einbau von Genen. Vielmehr kann man von einem Umbau des Genoms sprechen. Dieser kann kleine oder große, einzelne oder viele Abschnitte betreffen. Wichtigste Werkzeuge sind dabei sogenannte Genscheren, wie CRISPR. Diese Genscheren ermöglichen es, Gene herauszuschneiden, die Funktion von Genen zu verändern oder auch zusätzliche Gene einzufügen. Das Erbgut kann dabei an mehreren Stellen gleichzeitig verändert werden. Man spricht auch davon, dass Leben auf diese Weise genetisch umprogrammiert wird. Dabei passieren auch Fehler. Es wurde beispielsweise beobachtet, dass Genscheren an der falschen Stelle schneiden oder dass falsche Gene eingebaut werden. Aber auch wenn alles nach Plan läuft, entstehen beim Einsatz von Genscheren bestimmte Muster der Genveränderung, die sich in der Regel von denen der herkömmlichen Züchtung unterscheiden. Deswegen können sich auch die Risiken der auf diese Weise veränderten Pflanzen deutlich von denen unterscheiden, die aus der herkömmlichen Züchtung stammen. Auch wenn keine zusätzlichen Gene eingefügt werden, kann der Eingriff weitreichende Folgen haben. Wenn auf diese Weise die Inhaltsstoffe von Pflanzen verändert werden, kann sich das ungewollt auf mehrere Ebenen des Stoffwechsels der Pflanzen auswirken. Dadurch können auch die Duft- und Signalstoffe verändert werden, über die Pflanzen mit ihrer Umwelt kommunizieren. Von den ungewollten Veränderungen können Bienen und andere Insekten ebenso betroffen sein wie Bodenorganismen. Genau wie die alten Gentechnikverfahren greift also auch Genome Editing direkt auf der Ebene des Erbgutes ein. Die natürlichen Mechanismen von Vererbung und Genregulation werden dabei umgangen. Auch die biologischen Eigenschaften der auf diese Weise veränderten Organismen können sich deutlich von denen jener Lebensform unterscheiden, die aus Evolution und Züchtung hervorgingen. Organismen, die mit Genome Editing Verfahren verändert wurden, müssen deshalb eingehend auf Risiken untersucht werden. In den anderen beiden Clips der Serie Was ist Gentechnik? Erklären wir auch konventionelle Züchtung und die bisherige Gentechnik.